Que pasa, Leute! Herzlich willkommen bei Iron Mike Bodybuilding und der gute Daniel Gildner und ich haben ein sehr interessantes Format für alle angehenden oder auch praktizierenden Wettkampfathleten. Schaut zu! So, wir müssen natürlich erstmal erklären, warum dieses Video für dich als Wettkampfathlet jetzt eventuell sehr interessant ist. Und zwar habe ich hier den Head Judge der GmbF sitzen, den guten Daniel Gildner. Der Daniel und ich haben auch eine kleine History, denn wir haben zusammen tatsächlich schon als Team die Weltmeisterschaft im Natural Bodybuilding beschritten und das mit dem Vize-Weltmeisterschaftstitel. Den haben wir nach Deutschland geholt. Und Daniel hatte tatsächlich mit mir zusammen einen sehr interessanten Einfall. Und da muss man auch sagen, dass er das alles so macht. Ist nicht selbstverständlich und ist für dich gerade ein Riesenmehrwert, wenn du mal auf die Bühne möchtest. Deswegen, Daniel, erklär gerne mal, was hattest du dir überlegt, was vielleicht ganz geil wäre? Interessant wird ja, wenn man auf der Bühne war, wie man am Ende bewertet wird und was am Ende dabei rauskommt, weil wir kriegen immer so viel Feedback und es ist einfach aus Zeitgründen und rechtlich halt immer ein bisschen schwierig, jeden einzelnen Athleten anzuschreiben, verbesser das, er möchte natürlich Feedback haben, aber wir sehen das so, das ist Aufgabe von dir, von dem Coach, wenn er ordentlich vorbereitet werden sollte, auch von dem Coach nachher das Feedback zu kriegen. Ja. Was wir heute hier machen ist, wir werden deine Athleten zeigen, wir werden darüber reden und wir werden die Bewertungskriterien und ganz klar gezielt das, was dort passiert ist, die Juroren werde ich sozusagen einheitlich für die sprechen, wie die Platzierung dort genau passiert ist. Und das ist wohl einmalig, das ist das, was immer viele haben wollen. Mhm. Wir können es nicht für jeden gewährleisten, aber heute für dich wollen wir das einfach mal so offenbar machen, so einseitig, dass du wirklich sagen kannst, hey, das macht Sinn. Also die Endplatzierung ergibt Sinn hier. Das soll das Ziel sein. Und insofern ist es deswegen auch ganz gut, weil bei der letzten Meisterschaft, also Newcomer-Meisterschaft der GmbF, hatte das Team Iron 3 Athleten. Und deswegen solltet ihr unbedingt dranbleiben, denn es wird von allem was dabei sein. Das macht es so interessant. Wir haben einmal einen Mans Physik Athleten, der es nicht ins Finale geschafft hat. Dann haben wir einen Classic Physik Athleten, der im Finale war, jedoch in Anführungsstrichen nur den vierten Platz belegt hat. Wobei ich natürlich genau wissen möchte, wie kam es zu dieser Platzierung. Die Kür war gut und alles Mögliche. Also da auch sehr interessant. Und wir haben eine Figurathletin, die gewonnen hat plus die Pro-Card geholt hat. Das heißt, wir haben alle Szenarien drin und ihr werdet bei allen Szenarien, und deswegen ist es egal, wessen Athleten das sind, ob das jetzt meine sind, ob das dein Athlet ist, wenn du hier genau zuhörst, wirst du wahrscheinlich Schlussfolgern können, auch über die Scorecards, die gezeigt werden und anhand dessen wird auch erklärt, warum kam das zustande, wirst du Schlussfolgern können, so ist eine Bewertung und so könnte mein Athlet eventuell bewertet werden. Und das ist verdammt hilfreich. Und deswegen quatschen wir nicht mehr lang rum. Ich würde sagen, der erste Athlet ist ein sehr interessanter Fall, das ist der gute Tobias Herwig. Der ist in der Mans Physik gestartet und zwar ist der Tobias insofern ein interessanter Fall, weil er für einen Naturalathleten unfassbar massiv ist. Und die Überlegung, ihn in der Mans Physik zu starten, kam einfach nur, weil der Tobias schon mit recht, ich nenne es jetzt mal ganz gemein, dünnen Beinen zu mir kam und ich wusste, mit dem Oberkörper können wir mal zuerst auf die Mans Physikbühne und langfristig dann auch ins naturale Bodybuilding natürlich. Aber wir wollten erstmal einen Versuch in der Mans Physik machen. Insofern würde ich ab hier einfach nur noch mal kurz mitgeben, der Tobias, dazu werde ich auch gleich Fragen stellen, ist im First Call Out gewesen, plus in der Mitte, hat es dann aber leider nicht ins Finale geschafft. Wir schauen uns jetzt das Video zusammen an und dann bin ich mal gespannt, welche Einwürfe der gute Daniel hier hat, wie es zu der Bewertung kam. Ich persönlich, nur mal um so meine Einschätzung zu geben, ich glaube, die Mans Physikklasse ist eine Präsentationsklasse und er hat es leider nicht geschafft, seine Muskelmasse geschmeidig auf die Bühne zu bringen. Da sehe ich sein größtes Manko und deswegen bin ich mal gespannt, wie das zustande gekommen ist. Also wir sehen jetzt hier 122. Mhm. Tobias habe ich im ersten Callout nach vorne gerufen, weil ich der Meinung bin, also auch zum Verständnis, der erste Callout glauben viele immer noch, dass es die ersten fünf sein müssen. Ja, das ist ja in den anderen Verbänden es so. Es kann so sein, wenn das offensichtlich ist. Aber ich muss auch, wenn jemand offensichtlich auf eins ist und es ist jedem anderen dort
so offensichtlich muss ich ihn nicht unbedingt auf 1 in den ersten Callout hauen. Wir hatten schon Fälle, dass er gar nicht im Call, ehrlich gesagt, aufgetaucht ist, weil es war so offensichtlich, so eindeutig, dass ich keinen Vergleich mehr brauchte. Also bei uns ist es nicht notwendig, ihn nach vorne zu holen, wenn kein Vergleich notwendig sein muss. Also wir wollen das nicht unnötig in die Länge ziehen. Mhm. In diesem Fall habe ich ihn nach vorne geholt, guck mal, weil er hat da natürlich schon sehr, sehr breiten Oberkörper. Mhm. Er hat eine große Statur, er hat auch eine gute Härte. Mhm. In meinem Fall wollte ich dadurch zum Ausdruck bringen, hey, es könnte ein Kandidat sein fürs Finale. Also ich wollte ihn schon in dem eigentlichen Finale sehen. Wie ich ihn jetzt gerade gestellt habe, hat auch nichts zu bedeuten. Okay. Also, ich kann ihn nach vorne in die Mitte holen. Das werden wir bei der Meisterschaft etwas anders machen. Du wirst auch sehen, dass auf dem Boden werden römische Nummern jetzt sein. Diese Nummern werden offensichtlich natürlich mehr für die Platzierung später dabei sein, aber ich werde meine Junioren jetzt so schulen, dass wir es eindeutiger eher stellen. Also eher so, dass es nachvollziehbar ist. Also generell in Zukunft oder nur jetzt generell bei dieser Deutschen? Generell in Zukunft haben wir halt einfach erfahren, es macht halt mehr Sinn, wirklich ein einstimmiges Ergebnis am Ende zu haben. Auch meine eigentliche Aufgabe ist es ja nicht, Einfluss zu nehmen auf die Juroren an sich. Und deswegen wollte ich ihn einfach nur nach vorne holen, weil ich der Meinung bin, er könnte einen Finalplatz haben. Mhm. Was wir am Ende aber sehen, und da gehen wir jetzt mal direkt drauf ein. Das Posen ist ja in diesem Fall internationales Regelwerk. Das heißt, es werden Pflichtposen gemacht. Es sind nicht die Quarterturns an sich nur, sondern es werden auch Doppelbizeps, seitliche Brustpose. Und da fällt halt schon so ein bisschen auf, dass wir jetzt gerade von der Farbe und von der Präsentation vielleicht das ein oder andere, ich würde jetzt nicht sagen falsch ist, sondern einfach nicht schnell genug. Teilweise geht er schnell in die Pose rein. Schulterblätter zum Beispiel in diesem Fall sind hinten zusammengezogen, wo ich sage, wieso wird das gemacht? Ja, also es ist vielleicht jetzt nicht das typische Mans Physik Pose und man sieht schon so ein bisschen, er hat mit links und rechts so ein bisschen zu kämpfen. Ne? Also vielleicht ist seine andere Seite, die Schokoladenseite, ein bisschen mehr, wo ich dann sage, beim eigentlichen Präsentieren fällt schon auf, okay, da hätte noch was gehen können. Ganz kurzer Einwurf. Ich glaube, der rechts neben ihm ist Erster geworden. Mhm. Ich habe im Vorfeld gerade gesehen, als sie die normalen Posen hatten, dass er auch mit dem Bein falsch rumstand. So wie jetzt, schau es dir bitte an. Ja, genau. Der rechts, aber er ist Erster geworden. Er steht wirklich faktisch falsch. Wir haben ein generelles Problem bei der Newcomer-Meisterschaft, dass Leute nicht links und rechts unterscheiden können und einfach nicht gut vorbereitet sind. Aha. Wenn ich das gemäß Regelwerk gemacht hätte, hätten wir die linke Seite zeigen sollen, die rechte Seite zeigen sollen. Wir haben uns irgendwann darauf geeinigt, zeig uns bitte die beste Seite. Mhm. Und in diesem Fall, guck mal, er wurde jetzt ausgewechselt. Ja. Wo ich dann sage, weil mir einfach das Posen, wie er das platziert hat, es war nicht konform teilweise. Es war nicht konform, es war nicht nur die Form an sich. Und guck mal, ich lese dir auch mal vor, wie das die alle gesehen haben. Mhm. 122, am Ende Semifinale Platz 7 mit insgesamt 38 Punkten. Gewertet mit 4, 6, 7, 6 und einer ist außerhalb mit 9 gewertet worden. So. Beste und schlechte Ergebnisse werden gestrichen, die Punkte mal 2 genommen und damit ergibt sich eine Punktzahl 38 Punkte. Je höher die Punktzahl ist, desto schlechter werden die Platzierungen am Ende sein. Wo hat er jetzt die höchsten Abzüge bekommen? Ist das hieraus ersichtlich? Ja, also ich kann jetzt nicht die einzelnen Kategorien sagen, weil wir machen ja ein Gesamtergebnis. Und in dieser Form sehe ich nur ein Ergebnis, weil er ja nicht in das Finale gekommen ist. Mhm. Ich kann dir nur sagen, woran es liegen kann. Mhm. Ja? Liegen kann tut es, dass er nicht das Posen konform geschafft hat. Mhm. Von der Farbe sage ich, da hätte noch was von der Glanzpaste gehen können. Da ist in der Präsentation, finde ich, hätte da noch was gehen können. Er war nicht schnell genug in der Präsentation drin. Und wo ich mir die Frage stellen würde, er ist ja so massiv im Oberkörper von der Präsentation. Warum kann man ihn nicht in der Athletikklasse auch sehen? Also wo ich mir die Frage stelle, Athletik könnte man probieren, weil er ist lang und wirklich groß. Guck mal, er ist auch einer der größten Kandidaten. Und dadurch wird es ein bisschen schwierig von der Körperform. Er hat alles das gehabt, was ein Athlet auch haben muss, wenn er die Zahlen schafft und vom Gewicht her. Und jetzt halt die Frage, kommt er noch härter oder bringt er das überhaupt mit, was ein Mans Physik hat? Denn da ist auch die Optik an sich entscheidend. Mhm. Mit den breiten Schultern, mit dem Sexappeal.
Das, sage ich dir ehrlich, das fehlt mir ein wenig bei ihm. Ja, okay. Also schon hauptsächlich eine Präsentationssache und Ausstrahlungssache, ja, würde ich sagen. Weil der Körper an sich ist ja wirklich toll. Also ein schöner Oberkörper mit einer schönen Brust, mit einer schmalen Taille, mit schönen Schultern. Guter Bauchmuskulatur halt auch. Ne? Aber so sehen das auch die eigentlichen Juroren an sich. Die sehen ihn nicht schlecht, die sehen ihn aber irgendwo in der Mitte. Also irgendwo zwischen 6, 7, 5. Und am Ende hat es auch genau daran halt irgendwo gelegen, dass sich die Juroren relativ uneinheitlich waren. Nochmal, die haben gewertet 4, 6, 7, 6 und einer außerhalb 9. Nochmal, beste und schlechtes Ergebnis wird gestrichen, das ist normal. Mhm. Und somit kommt Platz 7 zustande. Und das auch relativ nah an den 6-Platzierten. 6-Platzierter hat 34 Punkte, also 4 Punkte Abstand. Und zum 8-Platzierten wäre ein weiter Schritt von 10 Punkten Differenz zu 48. Mhm. Also es ist schon eindeutig. Auch wenn die Juroren an sich gewisse Abstände haben, am Ende ist es ein klares Ergebnis. Okay, also kann man abschließend hier sagen, es ist so ein bisschen die Grobmotorik gewesen, was wir bei ihm definitiv als Problem sehen. Dann irgendwo natürlich auch sicherlich, dass er ein bisschen schüchtern ist. Und das, du hast gesagt, sogar die Farbe hat so ein bisschen mit reingespielt, hättest du jetzt gesagt. Ja, weil guck mal, er hat jetzt alles das, was ein Mens Physikathlet haben soll. Aber für mich ist immer ganz, ganz entscheidend, er ist ja schon sehr maskuliner Typ, wo ich mir auch die Frage stelle, wie alt ist er jetzt genau? Ich glaube, er ist Anfang 30. Okay, und man sieht auch in diesen Zügen, was halt in dieser Klasse sein sollte, du stellst ein Surfbrett daneben und du hast das Gefühl, der surft jetzt gerade weg. Das weiß ich nicht, ob das so hundertprozentig bei ihm gerade passt. Er hat alles das, was jemand haben sollte, aber in der Präsentation kommt es nicht zum Ausdruck, im Gesicht kommt es nicht zum Ausdruck, in der Statur, wie er post, das ist für mich so ein bisschen steif einfach. Steif ist ein bisschen. Guter Ausdruck, ja. Und das geht einfach in dem Gesamteindruck her. Dann hoffe ich mal, dass wir das, also formtechnisch kann man wirklich sagen, wir sind definitiv härter. Ja. Posing haben wir sehr viel geübt. Er konnte sich jetzt beim NAC auch bei 13 Teilnehmern in den Top 5 platzieren. Und ja, wir werden sehen. Das mit der Athletikklasse ist natürlich ein interessanter Einwurf. Das hatte ich so nicht bedacht, bin ich auch ganz ehrlich. Weil man natürlich auch immer so ein bisschen die Kernklassen, sage ich mal, mit ansteuern möchte. Und ich dachte vor allem mit den Bauchmuskeln. Ja, ja. Wir haben uns das Posing bei ihm auch ein bisschen leichter vorgestellt. Wir haben es tatsächlich sehr lange geübt, aber er ist sehr grobmotorisch veranlagt, sagt er selber. Und wir hoffen, dass wir dieses Mal das Paket besser bringen können. Ja. Und das ist schon mal sehr interessant für uns einfach auch zum Einordnen. Deswegen hat es dann quasi nicht ins Finale gereicht. Ja, am Ende kommen alle Punkte halt irgendwie zusammen, aber wenn ich jetzt für alle Juroren rede, es ist schon eigentlich klar. Also ich sehe keinen Finalplatz, auch wenn ich es jetzt in der ersten beurteile von der Form an sich. Ich habe ihn ja noch nicht wirklich posen gesehen. Und dann fing er an und dann muss ich auch ehrlich gesagt gestehen, okay, dann habe ich ihn ja ausgewechselt auch. Und ja, verstehe. Das am Ende kommt leider so zustande. Aber auch nochmal interessant bezüglich First Callouts und so weiter, wobei du sagst, das wird in Zukunft anders sein. Ne? Genau, also es steht nirgendwo im Regelwerk, dass der erste Callout immer die Top 5 sind. Es sollte ja ein Callout sein, damit wir die Unterschiede darstellen können. Wenn jemand bei 6 Leuten jetzt mal gesagt, so offensichtlich überragt, dann muss ich ihn doch gar nicht in den ersten Callout holen. Natürlich verzweifelt er erstmal hinten, aber das ist normal. Ja, aber das gibt es auf gar keinen Fall bei anderen Verbänden, glaube ich, außer vielleicht beim NAC. Ja, aber für uns ist ein Callout, damit ich Unterschiede für die Juroren sichtbar machen kann. Wenn aber dieser Unterschied so gigantisch groß ist und eindeutig, dass ich gar nicht das in die Länge ziehen muss, sagen wir uns, warum ihn dann, ehrlich gesagt, nach vorne holen, wenn es eindeutig ist. Natürlich will ich zeigen, er hat hier die beste Platzierung, er hat sozusagen die längste Zeit auch auf der Bühne zu stehen, aber wir wollen es nicht unnötig in die Länge ziehen. Okay, aber das war schon mal sehr, sehr viel gute Kerninformation, deswegen danke an der Stelle dafür. Ihr habt ja sogar die Punkte, die Scorecard auch im Vergleich zu ein paar anderen Athleten eingeblendet gesehen. Das heißt, ihr habt gerade einen sehr großen Einblick bekommen, was die Abzüge angeht zum Beispiel, also nochmal zum Verständnis. Es geht im Endeffekt darum, was abgezogen wird an Punkten.
Ne? Und insofern müsst ihr auch immer wissen, wenn eine gute Bewertung dasteht und die schlechte, die beste und die schlechteste werden gestrichen und dann habt ihr den Rest der Bewertungen, die wichtig sind. So möchte man einfach ein bisschen verhindern, dass jemand bevorzugt wird. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und ihr werdet tatsächlich noch ein bisschen sicherer in der ganzen Sache werden, wenn ihr dranbleibt. Denn im nächsten Video haben wir einen Classic-Physikathleten, für sehr viele von euch sehr interessant, der es bei der Newcomer-Meisterschaft auf Anhieb ins Finale geschafft hat, bei einer vollen Klasse, so wie auch hier. Und dann quasi inklusive Kür und so weiter, wo man dann einfach schaut, wie kam der vierte Platz zustande? Was hat zum dritten, zum zweiten, zum ersten gefehlt? Und da bin ich sehr gespannt, weil ich tatsächlich auch bei den Konkurrenten mich teilweise gefragt habe, was war jetzt der Unterschied? Und wenn das euch genauso geht, genau in diesen Klassen, in denen manchmal einfach das Gesamtpaket und das Feld einfach entscheidet, dann bleibt dran, schaut euch die nächste Folge an mit Daniel Gildner, denn wir werden uns die Classic Physik der GmbF anschauen. Also, insofern danke dir, Daniel, auf jeden Fall. Sehr gerne, sehr gerne. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it.